Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Wenn man, ich glaube, 23 Sekunden was denkt, dann fängt es an, im Kopf sich physikalisch festzusetzen, ob schlecht oder gut ist. Wenn wir 3 Stunden Fernseh schauen und vielleicht nur 3 Minuten uns mit Gott beschäftigen am Tag, was denkt ihr, hat mehr Substanz in unserem Kopf? Und ich sage dir eines, nur wenn du dein Denken veränderst, wird Gott dein Leben verändern. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Wir haben eine neue Perspektive bekommen, in dem Moment, als wir zu Jesus Ja gesagt haben. Warum sollten wir Christ sein, wenn die alte Perspektive bleibt? Stimmt's? Stimmt's? Warum sollten wir, dann müssten wir doch nichts ändern. Und wenn wir nur Christ werden, dass wir Christ sind und sich nichts ändert, dann ist die Sache ja total langweilig. Aber so vieles in unserem Leben nimmt unser Denken ab. Und da möchte ich mal so ein paar Dinge mit euch anschauen. Computer ist allgegenwärtig. Manche haben sogar einen einoperiert, der den Herzschlag kontrolliert oder sonst irgendwie was. Computer, sie nehmen so oft unser Denken ab. Ich glaube, kaum einer nutzt noch irgendwo so eine Enzyklopädie, wo man nachschaut, was ist das oder was ist jenes. Ich weiß noch, bei meinen Eltern war das so ein richtiges Prunkstück. Da hat das Wohnzimmerbuffet hat extra solche Fächer gehabt, wo du die ganzen Schätze reingetan hast. Heute geht man irgendwo ins Internet, tippt das ein und man erfährt, wie es ist oder wie es auch nicht ist. Oder sag mal so, mittlerweile kannst du wirklich die Suchmaschinen befragen und sie geben dir die Antwort, die du hören willst. Weil es gibt die Seite und es gibt jene Seite. Du kannst wirklich mit der Suchmaschine so viel beweisen, was vielleicht sogar Quatsch ist. Selbst die ganzen Wissensdatenbanken, die sind nur so gut wie der Letzte, der sie reingeschrieben hat. Und wenn der eine andere Meinung hat wie du, dann ist wieder eine andere Sache. Und ja, aber die Computer nehmen uns so vieles ab. Wir haben Navigationsgeräte in unserem Auto und wir tippen den Ort ein und kommen meistens dort an, wo wir hinwollen. Nicht immer, aber meistens funktioniert. Ja, in den Flugzeugen gibt es Computer und dann nennt man Autopilot und wenn er richtig programmiert ist, fliegt auch das Flugzeug, ohne dass man irgendwo Hand anlegen muss. Wir haben die Suchmaschinen, wo man suchen kann, habe ich gerade schon erwähnt. Und wir sind gerade in dem Zeitalter, wo autonomes Fahren beginnt. Das heißt fahren, du kannst reinsitzen, kannst noch deinen Kaffee trinken, kannst noch dein Butterbrot essen oder dein Marmeladebrot, verschmierst nicht mehr das Lenkrad, weil das Auto alleine fährt. Ob man das braucht oder nicht, das wollen wir jetzt nicht erörtern, aber auch da wird uns Denken abgenommen. Und ganz besonders, was wir aber am wenigsten registrieren, wird uns Denken abgenommen in den Medien. Fernsehen, Zeitung und so weiter. Einer hat für uns vorgedacht oder ein ganzes Team hat für uns vorgedacht, was sie denken, was die Leute denken, zu hören zu müssen. Also, dir wird irgendwas präsentiert und ihr wisst, wie Medien funktionieren. Es müssen Sensationen sein und wenn es keine sind, wird eine daraus gemacht und es muss meistens auch negativ sein. Und das ist ja das, wo wir heute drauf kommen. Wir haben eine andere Perspektive. Christen haben Zugriff zu den Gedanken Jesu. Da musst du nicht www eingeben und irgendwie eine Firma eintragen, die eine Suchmaschine hat, sondern wir brauchen die Verbindung zum Himmel.
Wir brauchen die Verbindung zum Himmel. Und wenn wir die nicht haben, haben wir nicht die Information vom Himmel. Wenn du irgendwo Google, Yahoo und was es alles so an Suchmaschinen gibt, wenn du die erreichen möchtest, brauchst du eine Verbindung. Du brauchst ein Handy mit einem Vertrag, wo es irgendwo rausgeht. Du brauchst eine Verbindung. Und so brauchen wir als Christen Verbindung zu oben. Und diese Verbindung, dann haben wir Zugriff wirklich zu den Gedanken Jesu. Und wer will diese alle wissen, die Gedanken Jesu? Das geht nicht über Telekom, O2, Vodafone oder sonst irgendwo, sondern das geht über eine Entscheidung. Ich will jetzt mit meinem Vater reden. Können wir noch so einfach denken? Wir wissen, wie wir mit IPs umgehen, wie wir Surfer eingeben und /:// ?, und so weiter. Wir schaffen es irgendwann, dass wir verbunden sind mit dem, was wir wollen, aber schaffen wir es wirklich noch, die Verbindung zum Himmel? Sagen, mein Vater in dem Himmel, ich bin dein Kind, ich will mit dir reden. Salomo fragte Gott um Weisheit. Und ihr Lieben, es heißt in der Bibel, dass Weisheit, göttliche Weisheit, wichtiger ist oder wertvoller ist wie Silber und Gold. Göttliche Weisheit. Und wie wenig fragen wir nach göttlicher Weisheit, sondern machen alles so, wie es schon immer gemacht wurde und wie es jeder so macht. Aber wenn es jeder macht, ist das nicht unbedingt auch richtig. Stimmt's? Wir wollen Römer 12, Vers 2 lesen. Passt euch nicht dieser Welt an, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lässt. Also, das heißt, das eine, das ist ja irgendwo, was man versteht, passt euch nicht dieser Welt an. Das hört man in Gotteshäusern sehr oft. Aber dann geht es weiter. Sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig ausrichten lässt, neu ausrichten lässt. Ändert euch. Erlaubt es, dass Gott euch verändern kann und neu ausrichten. O Herr, mach alles neu und lass es, wie es ist. So leben wir doch oftmals. Aber sind wir wirklich bereit, dass Gott, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lässt. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und was vollkommen ist und was ihm gefällt. Das ist der große Unterschied. Nur dann, wenn wir verändert werden und uns verändern lassen, neu ausrichten lassen. Und wie sind wir doch so fixiert auf das Alte? Das Alte, Traditionelle oder was auch immer. Warum darf uns Gott nicht neu heute ausrichten? Erlaubst du das oder sagst du, nein, was schon immer war, das bleibt? Ja, und ich sage dir eines, nur wenn du dein Denken veränderst, wird Gott dein Leben verändern. Amen. Nur wenn du dein Denken veränderst, dann kann auch Gott dein Leben verändern. Was ist, wenn du immer denkst und immer das Gleiche denkst und wieder denkst und denkst und denkst und denkst? Wir sind in einer solchen Entwicklung, auch in unserem Leben. Die Jugend heute weiß nicht mehr, was eine Schallplatte ist und wie man die umdreht, wie man die einlegt oder wie man einen Kassettenrekorder, dass es sowas mal gab und die waren groß und mobil. Ich weiß noch, ich habe angefangen mit Technik, das waren Tonbandgeräte. Die haben oben wie ein Koffer einen Griff gehabt und mit denen konnte ich das Wohnzimmer heizen. Das waren solche Geräte mit so Spulen drauf. Das hat heute keiner mehr unter uns. Die meisten von euch haben Smartphones mit MP3 oder irgendwas, können das abspielen. Und da gehen wir doch auch mit. Und ihr Lieben, Gott hat sich nicht verändert, aber er möchte dich verändern, dass du in diese Zeit hineinpasst und ein Werkzeug bist. Amen. Nur wenn du dein Denken veränderst, wird Gott dein Leben verändern.
Und ich möchte jetzt mal so ein paar Merkmale euch aufzeigen. Merkmale für ein Denken in neuen Perspektiven. Und da kannst du dich prüfen wie eine Checkliste. Ja, mache ich das auch so. Jemand, der neues Denken hat, der lebt in Hoffnung. In Hoffnung. Weil die Welt draußen lebt, geht nicht, kann nicht, alles schlimm, keine Lösung mehr. Es ist unheilbar, es ist unmöglich und so weiter. Lebst du wirklich in Hoffnung? Ja, das nächste ist, unmöglich ist bei Gott möglich. Das ist ein Slogan, den die Christen kennen, aber lebst du ihn auch? Auch in deinen Gedanken. Kommt irgendwas auf dich zu, eine Kündigung oder irgendwas auf dich zu und du sagst, oh, jetzt ist alles kaputt. Oder sagst du, mein Gott hat eine Lösung. Wir haben es unlängst in der Gebetsnacht gehört, wo jemand gekündigt wurde und er hat zuvor noch gebeten, er will eine Arbeitsstelle, die richtig gut ist, die ihm auch Freude macht, weil er eine Arbeit gerade macht, die ihm überhaupt keine Freude macht. Und nach der Gebetsnacht wurde ihm gekündigt. Dann sagst du, oh, alles unmöglich. Und ihr habt selbst gehört, nach, glaube ich, 3 Tage später hat er die Stelle seines Lebens bekommen. Das ist, wie denkst du? Denkst du, wie jeder denkt? Oder denkst, hast du das neue Denken, eine neue Perspektive? Das nächste ist, ich lebe in Frieden und Probleme machen mir keine Angst. Das ist das, was auch ein erneuertes Denken macht. Ich lebe in Frieden, obwohl ich Probleme habe. Probleme, es ist nicht so, dass Christen keine Probleme mehr haben. Nein, aber lebst du in Frieden, denn aus dem Frieden Gottes kommt deine Kraft, aus dem Frieden Gottes kommt deine Lösung. Glaubt ihr das? Nächster Punkt, ich freue mich über mich selbst, weil ein Schwacher in Jesus stark ist. Freust du dich über dich selbst und sagst, das ist Hochmut? Nein, wenn du dich nicht über dich selbst freuen kannst, kannst du deinen Nächsten nicht lieben. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, weil das manche Christen auch nicht schaffen, sich selber zu lieben. Ach, ich hasse mich, wenn ich schon in den Spiegel schaue und wenn ich schon und ja und all das, meine Schmerzen, ich hasse mich. Wie kannst du deinen Nächsten lieben, wenn du dich hasst? Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist ein Punkt einer neuen Perspektive, die wir haben sollten, wenn wir in Christus leben. Dein Denken ist erneuert, wenn du dich selber lieben kannst. Manche fühlen sich erst gut, wenn Leute um sie herum sind. Ja, wenn Remi-Demi ist, dass alles überspielt wird, die eigene Situation. Nein, Gott liebt dich und du darfst dich auch lieben. Das ist kein Hochmut. Nächster Punkt. Ich kann schnell vergeben. Das ist auch ein Punkt, wo ein erneuertes Denken Fuß gefasst hat. Stimmt's? Wem von euch fällt es richtig leicht zu vergeben? Richtig leicht, wo du sagst, ach, vergeben. Ja, also so ein paar Begnadete hat's hier, denen es richtig leicht fällt zu vergeben. Es ist, glaube ich, eines der schwierigsten Dinge zu vergeben, für uns in unserem Leben, Menschen zu vergeben. Aber wir sollen wirklich vergeben. Es gibt in der Bibel so viel drin, dass wir auch schnell vergeben sollen. Ich habe einen Satz gehört von Joyce Meyer und Joyce Meyer sagt, Unvergebung ist, wenn du etwas Giftiges trinkst und du erwartest, dass dein Gegenüber stirbt. Ihr wisst, sie drückt es richtig drastisch aus. Das ist Unvergebung. Ich bin dankbar. Wenn du nicht dankbar bist, dann schau mal in der Bibel nach, wie dankbar du sein darfst. Nächster Punkt. Ich beschäftige mich mit Gottes Geheimnissen, um sie zu entdecken.
Gottes Geheimnisse. Und das heißt nicht, ich habe ein erneuertes Denken, ich lese 3 Stunden am Tag Bibel, ich bete 5 Stunden am Tag. Nein, das steht nicht drin. Es ist so, ein erneuertes Denken ist, ich habe Sehnsucht, die Geheimnisse Gottes im Leben zu entdecken. Wenn ich bete, Herr, danke, dass du mir jetzt samstags in der Stadt ein Parkplatz schenkst und vor dir fährt einer raus, dann sagst du, danke Herr, es funktioniert. Das ist wirklich auch Gott entdecken. Glaubt ihr das? Das ist Gott entdecken. Ja, und ihr Lieben, wir sind oftmals so unterwegs mit Spekulationsdenken. Wisst ihr, das berühmte Ding, du kommst wohin, keiner sagt dir guten Tag oder zumindest ein paar, die mögen mich alle nicht. Ich sehe so doof aus, keiner mag mich, keiner will mich und so weiter. Das ist Spekulationsdenken. Wenn du die andere Seite fragst, sagst du, ach, ich hatte gerade was zu tun, du bist mir gar nicht aufgefallen oder was auch immer. Was denken wir alles? Oder deine Frau kommt nicht zur gewohnten Zeit nach Hause. Was denkst du? Ist bestimmt was passiert. Ist das nicht oftmals dann der Gedanke? Oder denkst du, die sucht bestimmt was Schönes heraus, was sie mich nachher sie sucht bestimmt was Schönes heraus, womit sie mich nachher erfreuen möchte. Ihr Lieben, wie denken wir? Haben wir wirklich ein neues Denken? Dein Chef, ja, also, ach, mein Chef ruft mich, bestimmt bekomme ich die Kündigung. Oder dein Arzt sagt, ich habe hier die Diagnose, Geld ist schlecht. Oder all dieses Spekulationsdenken, was denkst du? Was denkst du und wie lange denkst du? Wir hatten Dr. Lief schon ein paar Mal da und die hat gesagt, wenn man, ich glaube, 23 Sekunden was denkt, dann fängt es an, im Kopf sich physikalisch festzusetzen, ob schlecht oder gut ist. Und ich sage dir, das ist die große Sache für die Perspektive. Welcher Perspektive du denkst. Wenn wir 3 Stunden Fernsehen schauen und vielleicht nur 3 Minuten uns mit Gott beschäftigen am Tag, was denkt ihr, hat mehr Substanz in unserem Kopf? Also das Rechnen ist eine ganz, ganz einfache Sache. Und wenn wir sehen, dass das sogar physikalisch bewiesen ist, dass das, was wir lang denken, drin bleibt und das, was wir kurz denken, halt nicht so drin bleibt. Wenn wir sehen, Nachrichten, ihr Lieben, die wir hören und immer wieder hören und immer wieder hören, wir glauben diese Nachrichten, obwohl manche total falsch sind. Wir glauben sie, weil wir sie immer wieder und wieder und wieder hören. Was habe ich schon Menschen erlebt, die eine Lüge gehört haben, zu mir kamen, das ist eine Lüge, was da verbreitet wird. Und nach einem Jahr haben sie die Lüge selber geglaubt, weil sie sie immer wieder gehört und gehört und gehört haben. Wie ist das mit uns, mit dem Fernsehen, Spielfilme? Ich bin nicht gegen Spielfilme. Wir schauen auch Spielfilme. Aber wenn du dauernd Filme schaust über Ehebruch, dann wird Ehebruch für dich eine Hürde, die immer niederer wird, weil Ehebruch eigentlich eine normale Sache wird, weil so im Fernsehen tut's jeder, das gehört irgendwie dazu, tut's jeder, und dann geht es so runter und du hast gar nicht mehr das Gegengewicht, was eigentlich Gottes Wille in dieser Sache ist. Die Krimis zum Beispiel, das ist ja die, wie soll ich sagen, die Werkstatt, für Unbedarfte, die was anstellen wollen. Du kannst dort sehen, wie was funktioniert, was dir noch nicht mal vorstellen kannst. Das ist eigentlich die Betriebsanleitung zum was anstellen. Ich sag dir, ich verbiete dir nichts, aber mit dem, was du dich lange beschäftigst, das wird deine Perspektive werden. Und dann wird auf einmal das, was du vielleicht vor einem Jahr für unmöglich gehalten hast, dass du sowas tust, dass du auf einmal genau das tust, was du sagst, tut ja jeder. Und ihr Lieben, und da möchte ich euch heute wirklich warnen, prüft euch, womit ihr Zeit verbringt. Prüft euch, was ihr reinzieht, denn es geht alles irgendwo, wir sind irgendwo mittendrin, wo wir so vieles sehen, aber du hast die Entscheidung, wie lange du was
anschaust oder machst. Und das ist, wo ist deine Perspektive? Ihr Lieben, uns wird so viel diktiert und wir haben dann eine Meinung, ich habe es euch gerade gesagt, die wir von den Dingen, die wir oft hören. Und wir wissen zum Beispiel über Israel sehr viel, auch interne Sachen, wo man über die Nachrichten nicht hört. Und wenn man da manchmal das vergleicht mit dem, was in den Nachrichten kommt und wir dann irgendwie was hier verbreiten, was wir wissen und bekommen dann von irgendwoher Briefe, warum seid ihr so und warum denkt ihr so? Dann denke ich, warum informierst du dich nicht im Original? Warum informierst du dich nicht vor Ort? Wir sagen nie, Israel macht alles richtig, wenn wir jetzt gerade bei Israel-Thema sind. Nein, auf keinen Fall. Aber warum informierst du dich nicht selber und hast dann eine Meinung, die irgendwo verbreitet wurde? Und ihr Lieben, wir müssen wieder erwachsen werden in allen Dingen, wieder selber zu denken und hinterfragen, ist das wirklich Wahrheit, was ich gerade gehört habe? Ja, gerade ein Beispiel, deine schnellste Strecke hier zum Missionswerk, die bist du doch bestimmt gefahren. Frage, wer ist auf einer Straße gefahren? Okay, du sagst, wie kann man sonst fahren? Ja, ich sag's dir gleich. Ein erneutes Denken führt zu anderen Möglichkeiten. Wie kann man zum Beispiel zum Missionswerk kommen? Ja, zum Beispiel das, was schon einer ausprobiert hat, über das Wasser gehen. Oder man kann auch, ja, sagst du, unmöglich, ist das ein Quatsch heute, unmöglich. Ich sag dir, warum fangen wir nicht mal an zu denken, warum muss alles so gehen, wie wir es gewohnt sind? Warum kann es nicht auch mal so gehen oder was, wo noch nie da war? Warum kann das nicht so gehen? Und das ist das, was auch der Josua erlebt hat. Und ihr Lieben, das möchte ich euch vorlesen. Und zwar in Josua 1, Vers 9 heißt es, ja, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, bin dein Gott. Ich bin bei dir, wohin du gehst. Wie war es bei Josua? Josua hat nicht in der Bibel nachgeschaut, wie ist es, wenn ich ins verheißene Land gehe. Er hat nicht nachgeschaut, wenn ich jetzt über den Jordan gehe. Wie komme ich über den Jordan? Das ist doch unmöglich mit so vielen Leuten. Wie komme ich überhaupt drüber? Er hat nicht irgendwo nachgeschaut und hat nicht nachgeschaut oder das alles, was er gehört hat. Ach, wie sind doch die alle so groß, so stark, die Wände sind so dick von Jericho und so weiter. Er ist vorwärts gegangen, weil Gott gesagt hat, geh. Er ist gegangen und die Mauern von Jericho sind eingefallen, nicht weil er sich ausgedacht hat, wie viele Steine muss ich da wegnehmen, wie viel muss ich dort, wie viel muss ich da. Ach, das schaffe ich nicht, ich habe zu wenig Leute, ich kann da gar nicht vorwärts gehen. Er ging, Gott war mit ihm und er war mit dem Volk Israel im verheißenen Land. Wie viele stehen auf der anderen Seite und gucken rüber und schauen rüber und sagen, ach, schön wär's da drüben, aber lieber hier wissen, was ich habe, wie vorwärts zu gehen und ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich sag dir, Gott hat Neues für dich, erlebe es. Gott hat Neues für dich, Gott hat Neues für dich, wage dich vorwärts. Gott hat so viel Neues für dich und ich sag dir, probier es aus. Denke in neuen Perspektiven. Denke in neuen Perspektiven. Gott segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.